Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeigen wir Ihnen anhand eines Tuxedo One, wie Sie Ihr bestehendes Laufwerk ausbauen können, um es dann beispielsweise gegen einen DVD-Brenner zu ersetzen. Außerdem zeigen wir Ihnen den Einbau eines zweiten Laufwerks. Dazu benötigen wir erst einmal einen Schraubenzieher. Drehen wir das Gehäuse zur linken Seite, sehen wir die Seite mit den Lüftungslöchern. Dieses Seitenteil müssen wir nun öffnen. Und jetzt das Metallteil einfach abnehmen. So könnte auch Ihr Tuxedo One von innen aussehen. Hier kurz die wichtigsten Teile. Unter diesem großen Lüfter befindet sich der Prozessor. Hier unten ziehen wir die Grafikkarte. Hier ist die Festplatte. Hier oben das Netzteil. Und hier das nun gesuchte Teil, das DVD-Laufwerk. Es lässt sich ganz einfach durch zwei Schrauben lösen. Und ist jetzt schon einfach herauszuschieben. Hinten kurz andrücken und schon lässt es sich herausziehen. Vorher lösen wir natürlich noch die beiden Kabel. Einmal das SATA-Kabel, das dient zur Datenübertragung. Und einmal weiter hinten das Stromkabel. Jetzt das Laufwerk einfach nach vorne herausziehen. Das war es dann im Grunde schon mit dem Ausbau. Jetzt nehmen wir einfach das neue Laufwerk, schieben es auf dem gleichen Weg wieder hinein. Am bündigen Abschluss hier vorne achten. Hier auch die Löcher mit den Schrauben. Dann die Schrauben wieder anschrauben. Und die Kabel wieder in derselben Reihenfolge und in derselben Position anschließen. Möchte man nun ein zweites Laufwerk einbauen, schiebt man das natürlich nicht wieder hinein, sondern entfernt von der Front des Gehäuses ganz einfach diese Blende, leicht anziehen und schon löst sie sich, und zieht danach diese Metallabdeckungen. Sie dienen einfach der Stabilität und damit hier vorne nichts ins Gehäuse eindringen kann quasi. Da wir hier nun aber ein zweites Laufwerk einbauen möchten, müssen diese Metallteile herausgebogen werden. Einfach gleich drehen und schon lassen sie sich entnehmen. Das zweite ist etwas kniffliger. Einfach mehrmals biegen und schon können wir es entnehmen. Jetzt sehen wir hier eine große Öffnung. Natürlich für zwei Laufwerke, deshalb auch so groß. Jetzt wie beim ersten Laufwerk das zweite einfach hineinschieben. Dann gleich das erste. Ja. Jetzt die mitgelieferten Kabel anschließen, beziehungsweise das mitgelieferte Kabel, ist ein SATA-Kabel, ein Datenkabel. Wo es genau am Mainboard angeschlossen werden muss, sieht man einfach, wenn man das Kabel des ersten Laufwerks verfolgt. Es geht hier nach unten zu diesen Anschlüssen. Das Kabel lässt sich nur in einer Position anstecken. Es hat eine leichte Einkerbung. Auf der einen Seite. Für Stromanschluss ist bereits im Gehäuse gesorgt. Dazu muss ein Kabelbinder gelöst werden und dann kann ein identisches Stromkabel wie jenes, das zum ersten Laufwerk führt, ganz einfach ans zweite angesteckt werden. Meistens befinden sich an einem Kabel direkt zwei oder sogar drei Anschlüsse. Diese können direkt parallel genutzt werden. Einfach anstecken, schon funktioniert das Ganze. So, und auf dem gleichen Weg noch das zweite Kabel. Schon haben Sie Ihr zweites Laufwerk drin. Dann natürlich noch die Schrauben festziehen, das Seitenteil wieder auflegen und entsprechend anschrauben. Und schon ist Ihr Computer mit zwei Laufwerken ausgerüstet.